Willkommen zu einer weiteren Runde Salmon auf der Schiffswrackinsel. Ja, diesmal sind wir auf der Schiffswrackinsel, nicht auf dem Salmonidendamm. Nicht schlimm, ich habe den Blaster. Und es ist eine Nachtrunde. Sogar Nacht und Nebel. Ja, Nacht und Nebel Aktion, ne? Kennt ja hier. Muss ja nicht immer so sein. So, wo ist der Boss? Und da hinten sehe ich schon den Boss. Das hässliche Gurkenvieh. So, ich hab was. Schnell zurück zum Pott. Nein! Schnell zurück zum Slotty Potty. So, wo ist der Gegner? Der Boss? Ich hab doch ganz entspannt, Junge. Manchmal sind die auch echt unentspannt, die Kameraden hier. Wen haben wir denn dabei? Paul Träger, Must One. Oder Must L. Must One. Und wer ist der vierte? Dragon. Aber die scheinen das ganz gut zu machen, weil die schon wissen, was sie machen müssen. Ist ja nicht umso, ist ja umso besser für uns, so müssen wir halt ein bisschen zurücklehnen. Mich ein bisschen von diesem komischen Bratpfannenviecher erledigen. Keine Tinte. Nein, das ist nicht gut. Ja, habe ich gern gemacht. Ich habe mich für euch geopfert, um euch zu retten. Was haben wir jetzt? Den Profi-Kleckser. Die Waffe kennen wir ja, das ist diese Standardwaffe, ne? Halt nur in einer verbesserten Variante, würde ich mal jetzt drauf tippen. Würde ja nicht Profi heißen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich normalerweise in den Revierkämpfen haben. So, da ist der nächste Boss. Das läuft doch jetzt relativ flüssig, würde ich mal sagen. Da kommt schon wieder so ein Vieh hoch. Also auf engen Räumen ist das der nervigste Gegner. Ohne Zweifel wirklich der nervigste. Ja, das lief doch sehr flüssig. Muss ich doch mal lassen. Sehr flüssig. Die letzte Welle. Und das Wasser steigt nicht. Das ist doch mal was Positives. Wenn der jetzt nicht da den Punkt verteidigt, dann weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt so viele von diesen, Nein! Oh Mann, er hätte doch hier warten können. Kommen jetzt nur die ganze Zeit diese Verunreiniger. Das wäre doch kacke.
Nein. Ich habe schon gesehen, das ist der nächste. So, wo ist der andere? Der hatte zwei. Der hatte zwei. Ja, Hilfe. Danke. Das war mal eine entspannte Runde. Die Leute wussten anscheinend, was sie alles zu tun haben. Finde ich sehr gut. Sollte eigentlich so weiterlaufen. Wenn ihr euch da wiedererkennen solltet in den Namen oder euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch oder ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Job. Willkommen zu einem weiteren Salmon Run hier auf der Schiffswrackinsel. Mit dabei sind Simon, Palmasoft und Phil. Wir haben. Oh, ich habe die 95 Gelden. Oder Gaillon. Gänien. Galone auf Deutsch wahrscheinlich. Eigentlich eine sehr seltsame Waffe. Ach, guck mal, da ist er ja schon. Bam. Mit der Waffe ist es eigentlich kein Problem, den Sand zu bekämpfen. Es ist wirklich kein Problem, diesen Bam zu bekämpfen. So, wo ist denn jetzt der nächste Boss heute? Könnte ja auch schon mal auf den nächsten Boss Ausschau halten, aber anscheinend liegt das jetzt ein paar Salmoniden an. Ja, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Ach guck mal, der Palmasoft hat schon mehr Zeit den nächsten Boss erledigt. Das ist ja schon mal sehr. Tut mir leid, ich wollte erst dich retten, bevor ich dann nach oben fahre. Da hauen sie ab, die Fische. Eine relativ. Ja, ich würde mal sagen, neutrale erste Runde. Es wird Nacht. Das kann. Und Nebel. Okay, es sind nur einfache Boss-Salmonide. Oder doch nicht? Könnten das sogar noch schlimmere werden? Könnten das Killgriller werden? Nein. Hat mich nur gewehrt. Es sind normale Boss. Aber im Nebel ist es ja immer wieder anstrengend, immer das Ganze. Dann lande ich hier genau in der Gasse zwischen den ganzen, ne? Oh, ein glitzernder. Da wollte der gleich zwei Stück klauen.
Ja, das ist wirklich cool, was hier gerade passiert. Da gebe ich dir recht, Phil. Also, um die Bosse hier oben zu erledigen, ist schon was Lustiges. Und das ist noch so ein Gäuner, der bringt richtig viel. Ja, ich hab den noch spielen können. Nice. Ich würde mal sagen, wir haben da gerade mal eben so 190% geschafft. Wer kann das schon behaupten? 190%? Aber wir haben schon wieder den Profi-Kleckser. Das ist auch sehr gut. Da ist erhöhte Bossrate. Jetzt die wichtigste Frage, warum muss das überhaupt dieser Blöde sein? Den mag doch keiner, den Tank. Der ist nur nervig. Nein, oh. Ich kann froh sein, dass da kein Wasser war. Bei meinem Glück würde das sogar Wasser jetzt noch nachträglich hochsteigen. Komm, mal mich. Mal mein Trink an. Ja, danke. Wo ist denn der Stapler? Da hinten ist der Stapler. Ja, nicht schlecht. Muss ich wirklich lassen, dieser Lauf war wirklich nicht schlecht. Wenn ihr euch da wieder erkennen solltet oder euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da oder ein Abo oder beides. Dann sehen wir auf jeden Fall im nächsten Job. Willkommen zu einer weiteren Runde Salmon Run. Wir sind wieder auf der Schiffswrackinsel. Und mit dabei ist Phil, Turtle und Tommy. Und ich habe wieder den Gallon. 95er. Die 95er. Wie nennen sie 95, weil es einfach cooler klingt? Als Gallon. Oder weiß ich was. Okay, da hinten ist ein Stapler. Den werden wir uns jetzt erstmal gönnen. Komm, Stapler. Auf zu pusten, du sollst aufgehen. Ja, ich weiß, wir sollen das langsam mal hier zurückbringen. Damit wir dann nicht in diese Bedrängnis kommen könnten. Den holen wir uns, den Stapler. Verteidigen wir, falls da genau der dann nicht wiederkommt. Da war er nämlich schon wieder. Und wollte sich natürlich an unseren Teilen bedienen hier. Hier wird nicht geklaut. Und tut man nicht. Wer klaut, der hat keine Eier. Sagen wir es mal so. Nein!
Bloß versucht das noch einer. Nein, oh, verdammt. Ich hab den Roller. Und es wird Nacht. Ich hoffe nicht, dass das Wasser steigt. Okay, das ist eine Lichtfliegenrunde. Lichtfliegen sind auch interessant, aber kann auch ganz schön nervig sein. Vor allem, wenn die dann so permanent anfangen zu werden. Aber es ist nur ein Vorteil für uns, weil dadurch wie soll ich sagen, kriegen wir relativ viele goldene Eier in dieser Runde. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die alle hier hochkommen. Wir haben jetzt schon fast 300%. Das ist doch mal was Geiles. Wo kann ich denn hin? Nun gut. Jetzt haben wir den ganz normalen Junior-Klexer. Die ist nicht so der prickende, die prickende Waffe, finde ich. Und es ist wieder eine Nachtrunde. Und es ist noch Flut dazu. Ich glaube es nicht. Fuck, ey. Rettet mich doch bitte, danke. Ich bin euch sehr verbunden. Nein! Habe ich eben nicht noch gesagt. Oh mein Gott, guck mal, es ist Apple, es ist Flut. Sag mal, was war da gerade los? Was zur Hölle war da gerade los? Ah, das war los. Naja, falls ihr euch wiedererkennen solltet, lasst doch einen Daumen hoch da oder ein Abo oder der Part hat euch gefallen, dann könnt ihr genau dasselbe tun. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Job wieder.